Ja, mein Name ist Lars Donald. Ich arbeite als Gewerkschaftssekretär im Verdi-Bezirk Stuttgart. Ich bin dort unter anderem zuständig für die Betreuung des Migrationsausschusses. Aufgrund einer Initiative dieses Ausschusses haben wir bei uns ein Projekt entwickelt, das den Namen Union for Refugees trägt. Unser Hauptziel mit diesem Projekt, das wir verfolgen, ist es, die Kernkompetenz der Gewerkschaften, also unser Wissen bezüglich Arbeitsrecht und wie Arbeiten in Deutschland funktioniert, denjenigen zu vermitteln, die jetzt neu auf die Arbeitsmärkte kommen, also als Geflüchtete einen Status haben, dass sie hier Arbeit aufnehmen dürfen. Und wir sind einfach der Meinung, dass es unsere Aufgabe ist, den neuen Kolleginnen und Kollegen eine Willkommenskultur entgegenzubringen, wo wir ihnen ihre grundlegenden Rechte und die grundlegenden Informationen vermitteln. Nun ist ja das Thema Spaltung und Zwei- oder Vierklassengesellschaft auch ein europäisches. Ruft denn nicht die Frage nach Migration und nach sozialen Verhältnissen, nach Lebensbedingungen für alle immer auch eine internationalistische Perspektive? Auf jeden Fall. Also wir haben bei uns in Verdi viele Bereiche, wo wir da sehr betroffen davon sind. Ich nenne da nur mal als Beispiel die Situation der Beschäftigten, die hier im textilen Einzelhandel beschäftigt sind. Da gibt es ein ganz klares Interesse unter den Kolleginnen und Kollegen, ein solidarisches Miteinander zu organisieren, angefangen auf den Baumwollfeldern über die Textilfabriken in Bangladesch oder sonst wo auf der Welt bis hin zu der Distribution, die dann in Deutschland stattfindet, wo wir alle feststellen, dass eigentlich in diesen gesamten Branchen sich eine Prekarisierung der Arbeit mehr und mehr durchsetzt und wo wir nur eine internationalistische Perspektive entgegensetzen können. Wo wir klar machen müssen, es ist egal, ob wir an der Nähbank in Bangladesch sitzen oder ob wir im H&M an der Kasse sitzen und die Klamotten, die dort produziert worden sind, verkaufen. So. Wir sitzen da alle in einem Boot und diejenigen, die von unserer Arbeit profitieren, sind die gleichen. Wir können dem nur unsere Solidarität entgegensetzen. Und es ist die große Aufgabe, vor der wir als Gewerkschaften stehen, vor der wir aber auch grundlegend als Beschäftigte stehen, die hier in den Metropolen erstmal noch auf der Gewinnerseite sind, dass wir da in ein solidarisches Miteinander mit denjenigen kommen, die eben von der Ausbeutung nochmal in einem ganz anderen Level betroffen sind, wie wir hier. Jetzt sind hier auf der Konferenz viele Initiativen, die auf Selbstorganisierung setzen. Wir sehen das viel auch in Ländern, die vielleicht da einen Schritt weiter sind, wie Griechenland, Spanien und so weiter. Wie siehst du denn das Spannungsverhältnis zwischen Repräsentation und Selbstorganisierung? Wie hilft man den Leuten zur Selbsthilfe? Wie kann ein Aufbruch auch tatsächlich gesellschaftlich verankert sein, der möglicherweise nicht an gewachsenen institutionalisierten politischen Formen orientiert? Ich glaube, das kann uns nur dann gelingen, wenn wir da wirklich sehr offen sind und bereit sind, da neue Wege zu gehen. Auf der einen Seite, was es angeht, in eine Zusammenarbeit zu kommen mit allen möglichen Initiativen und Organisationen, die dort aktiv sind. Und auf der anderen Seite auch gewachsene Institutionen wie die Gewerkschaften immer wieder neu zu erfinden. Das ist das, was für mich unter dem Stichwort der Willkommenskultur eine direkte Möglichkeit bietet, wo ich sage, so Gewerkschaften sind eine Interessensvertretung derjenigen, die von ihrer Arbeit leben wollen, die als Erwerbsabhängige darauf angewiesen sind, hier in Lohnarbeit über die Runden zu kommen. Da ist es für mich erstmal alternativlos, dass diejenigen sich gewerkschaftlich organisieren. Das kann immer nicht alles sein. Ich denke, das geht immer nur in einem Miteinander mit verschiedenen Organisationsformen. Mein Wunsch ist eigentlich, dass wir da Gewerkschaften als Teil von einer breiten sozialen Bewegung begreifen, die mit einer internationalistischen Ausrichtung, mit einer Offenheit, mit ganz vielen verschiedenen Strukturen und Organisationen zusammenarbeitet. Und ich glaube, wenn uns das gelingt so, dann haben wir da eine ganz große Perspektive, wo wir sowohl diejenigen mitnehmen können, die jetzt neu auf diesen Arbeitsmarkt kommen, die als Geflüchtete neu nach Deutschland kommen, aber wo wir auch diejenigen mitnehmen können, die hier schon lange auf diesem Arbeitsmarkt sind und die vielleicht teilweise
momentan von der Situation auch noch überfordert sind, die gewisse Ängste haben, wo wir aufzeigen können, so wir sind unabhängig davon, wo wir herkommen, was wir gelernt haben, was wir momentan tun, sind wir erstmal alle abhängig davon, dass wir eine Veränderung in diesen wirtschaftlichen Verhältnissen weltweit herbeiführen.